Ist deine Stimme öfter mal zu leise, dann zeige ich dir jetzt, wie du über deine Lippen sofort lauter und präsenter sprichst, ohne heiser zu werden und ohne dich anzustrengen. Völlig egal, ob du grundsätzlich eine leise Stimme hast oder ob deine Stimme in aufregenden Situationen plötzlich leiser wird, vielleicht auch zittrig und belegt. Der Grund ist derselbe. Du bewegst deine Lippen nicht genug. Schauen wir uns das mal genauer an. Hallo, ich bin Antje von Stimme Nürnberg, Stimmtrainerin und Vocal Coach. Hallo, ich bin Antje von Stimme Nürnberg, Stimmtrainerin und Vocal Coach. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wie wirken diese beiden Varianten auf dich? Wie klingt's und wie wirke ich? Macht einen riesen Unterschied, gemerkt? Deine Lippen sind der natürliche Schalltrichter, das Ende des Vocal Tracts, des Ansatzrohrs. Schauen wir uns hier ein Bild mal an. Und deswegen ist es wichtig, dass du sie nicht vor die Zähne ziehst und auch nicht schlapp runterhängen hast, sondern dass sie beweglich sind und die Tendenz haben, von den Zähnen wegzukommen. Kleine Übung dafür, du machst einfach jeden Früh mal, dass du ein Gespür für diese Muskeln bekommst. Oder du kommst in den Kurs Präsent sprechen, weil da trainieren wir das gemeinsam und du kannst das hinterher, vergiss das auch nicht mehr. Alle Infos unter dem Video.